Abschnitt 10.3, die Selbstjustiz. Der Ausweg aus dem Dilemma scheint klar. Die Trittbrettfahrer gehören bestraft. Das kann man in Laborexperimenten vom Typ wechselseitige Hilfe oder öffentliches Gut durch eine einfache Variante ermöglichen. Hier wird nach jeder Runde den Spielern die Möglichkeit geboten, die Ausbeuter zu bestrafen. Vom Konto des Trittbrettfahrers wird also ein Betrag abgezogen. Der Spielleiter zieht ihn ein. Dieser Betrag landet also nicht bei den Spielern, die die Strafe verhängen. Im Gegenteil, diese zahlen dem Spielleiter etwas, damit der den Trittbrettfahrern etwas vom Konto abzieht. Der Spielleiter ist hier nur ausführendes Organ. Es handelt sich um sogenanntes Peer Punishment, das Bestrafen von Spielern durch ihresgleichen. Diese Form der Selbstjustiz, die ist für den Strafenden wie für den Bestraften mit Kosten verbunden. Die Wirkung ist ganz erstaunlich, wie etwa in einem berühmt gewordenen Experiment von Ernst Fehr und Simon Gechter gesehen werden kann. Hier wird in den ersten 6 Runden ein Public-Good-Spiel gespielt und man sieht, was wir bereits kennen. In der Anfangsrunde investieren die Spieler etwa die Hälfte ihres Spielgelds in das öffentliche Gut und von da an geht es Runde für Runde bergab. Und dann, nach 6 Runden, wird den Spielern die Möglichkeit geboten, die Trittbrettfahrer zu bestrafen. Und sofort schnellen die Beiträge hoch. Sie sind noch größer als in der Anfangsrunde. Und das noch bevor überhaupt irgendeine Strafe verhängt worden ist. Noch bedeutsamer ist, dass es dann Runde für Runde mit den Beiträgen aufwärts geht. Zuletzt kooperieren fast alle, fast vollständig, und es werden kaum mehr Strafen verhängt. Betrachten wir ein entsprechend vereinfachtes Modell. MS ist die Anzahl der Spieler, die einen Beitrag zur wechselseitigen Hilfe liefern und die anschließend jene bestrafen, die nichts beigetragen haben. Also S steht hier für Strafe oder für Selbstjustiz. Das nächste ist MC. Das sei die Anzahl der Spieler, die zur wechselseitigen Hilfe beitragen, also kooperieren, aber nicht zur wechselseitigen Bestrafung. Und schließlich MD, die Anzahl der Spieler, die weder beitragen noch bestrafen. Natürlich gilt MC plus MD plus MS ist gleich M. M ist die Gruppengröße. Und sei jetzt B, groß B, die Höhe der Strafe, die ein Spieler einem Ausbeuter aufbrummen kann. Also B wie Bußgeld. Und sei K, die Kosten, die ein Spieler zahlen muss, der eine Strafe verhängt. Also hier gehen einige Voraussetzungen ein. Erstens, das Strafen ist kostspielig. Oft wird ein Verhältnis von B zu K wie, sagen wir, 3:1 angenommen, was dazu führt, dass die Differenz zwischen Trittbrettfahrern und den anderen in der Auszahlung reduziert wird. Aber ein Verhältnis von 1:1 ist wohl realistischer, wenn man bedenkt, dass im sogenannten wirklichen Leben die Bestraften sich rächen können. Ja, zweiter Punkt ist, wir setzen voraus, dass die Spieler unabhängig voneinander entscheiden, ob sie die Trittbrettfahrer bestrafen. Sie können also nicht sagen, du bestrafst den und ich jenen oder so ähnlich. Und Punkt 3, nur die Trittbrettfahrer werden bestraft natürlich. Die Auszahlungswerte sind dann, wie hier unten angegeben, die Auszahlungswerte für die AC, also diejenigen, die beitragen und also nicht bestraft werden, aber auch nicht bestrafen. Dann für jene AS, die beitragen und die auch zur Strafe beitragen. Daher dieser Term minus K mal MD. Je mehr Defektoren sind, desto mehr muss bestraft werden. Und schließlich AD, die Auszahlung für die Trittbrettfahrer. Denen wird also eine Strafe aufgebrummt, und zwar umso mehr, je mehr Spieler es gibt, die strafen. Also
je größer m von s ist. Da ist klar, wenn ms, also die Anzahl der Spieler, die Trittbrettfahrer bestrafen, wenn die hinreichend groß ist und die Strafe hoch genug, dann zahlt es sich nicht mehr aus, die anderen auszubeuten. Also offenbar hilft das Strafen, die Kooperation aufrecht zu erhalten. Das Problem ist allerdings, dass das Bestrafen aufwendig ist. Daher ergibt sich ein soziales Dilemma zweiter Ordnung sozusagen. Für die Spieler stellt sich nämlich die Frage, warum nicht einfach C spielen, kooperieren und sich darauf verlassen, dass die anderen Mitspieler das Bestrafen erledigen. Also diese Frage stellt sich natürlich nur in Gruppen von mehr als zwei Spielern. Ja, wer so etwas macht, der ist gewissermaßen ein Trittbrettfahrer zweiter Ordnung. Und wenn die Zahl dieser Trittbrettfahrer zweiter Ordnung, also MC, zu hoch ist, dann bricht die Kooperation wieder zusammen. Die Trittbrettfahrer erster Ordnung, also die asozialen Elemente, die den anderen weder helfen noch sie bestrafen, sondern nur das System ausbeuten, die haben nämlich jetzt nichts mehr zu fürchten. Also eine denkbare Lösung wäre, es sollten auch die bestraft werden, die nichts zum Bestrafen beitragen, also die Trittbrettfahrer zweiter Ordnung. Das liefert aber wieder die Möglichkeit des Trittbrettfahrens dritter Ordnung und so weiter, also die Aussicht auf einen unendlichen Regress. Aber schwerer wiegend ist noch der Einwand, dass in einer langen Periode der erfolgreichen Kooperation, also wenn kein Spieler seinen Beitrag verweigert, die Spieler, die zur Selbstjustiz bereit wären, von den anderen, also den Trittbrettfahrern zweiter Ordnung, gar nicht mehr unterschieden werden können. Also deren Anzahl könnte also unbemerkt zunehmen. Und wenn dann in späteren Runden die richtigen Ausbeuter, also die Trittbrettfahrer erster Ordnung sozusagen, auftauchen sollten, dann haben sie nichts mehr zu befürchten und die Kooperation kann zusammenbrechen. Es gibt noch ein anderes theoretisches Problem. In einer Gruppe von Trittbrettfahrern kann sich eine Minorität von Spielern, die willig sind, sie zu bestrafen, nicht durchsetzen. Sie müssten ja alle rechts und links bestrafen, was sie jedes Mal etwas kostet und die Wirkung wäre gering, weil sie nur so wenige sind. In den meisten Experimenten zeigt sich, dass viele Spieler trotzdem bereit sind, die Trittbrettfahrer zu bestrafen. Ja, sie tun es sogar trotz der Kosten, mit richtigem Gusto. Nun könnte man denken, diese Leute haben die Langzeitwirkung der Bestrafung im Auge. Sie erwarten sich, dass die bestraften Trittbrettfahrer zum Besseren bekehrt werden und in Hinkunft brav kooperieren werden. Aber das kann nicht der ausschließliche Grund sein. Denn manche Experimente, so das eben beschriebene von Fair und Gechter, die sind so angelegt, dass in jeder Runde die Gruppen neu zusammengesetzt werden, sodass niemand zweimal auf denselben Mitspieler trifft. Die Spieler wissen das. So kann ich vielleicht einen Trittbrettfahrer reformieren, indem ich ihn bestrafe, aber ich selbst habe mit Sicherheit nichts davon, denn ich treffe nie wieder auf ihn. Also wer hier bestraft, der handelt altruistisch, muss man sagen. Nun, Befragungen ergeben, dass dieses sozusagen erzieherische Motiv hinter der Befragung, hinter der Bestrafung von zweitrangiger Bedeutung ist. Das Hauptmotiv hinter der Bestrafung ist schlichtweg Rache. Man ärgert sich, vom Trittbrettfahrer übervorteilt worden zu sein. Man will es ihm oder ihr heimzahlen, also die Strafe als gerechte Vergeltung. Die Kosten nimmt man in Kauf. Das ist eine ganz natürliche Anlage. Ein kleines Kind tritt schon spontan gegen den Kasten, an den es sich angehaut hat, auch wenn das noch einmal wehtun sollte. Die Rache gilt gemeinhin als ein niederes Motiv. Aber hier sehen wir, dass Rachsucht wirtschaftlich vorteilhaft sein kann. Es ist übrigens bemerkenswert, dass sie oft im Wirtschaftlichen ja direkt buchhalterischen Ausdrücken beschrieben wird. Ja, es gibt Ausdrücke wie, es kommt der Tag der Abrechnung. Il va me payer cher. We will settle accounts.
Ähnliche Wendungen findet man in zahlreichen Sprachen. Der Drang, es einem heimzuzahlen, er ist offensichtlich ein tief sitzender Trieb. Rache ist süß, heißt es. Wir genießen Vergeltung, genießen sie sogar aus zweiter Hand. Zahllose Filme und Romane handeln von Rache und unterhalten damit ein Millionenpublikum. Nun haben Triebe gemeinhin einen Wert im Kampf ums Überleben. Welcher Vorteil erwächst uns aus der Rachsucht? Nun wohl der, wenn es sich herumspricht, dass wir nichts auf uns sitzen lassen, dann werden die anderen zögern, sich mit uns anzulegen. Mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Also spielt auch hier, wie bei der indirekten Reziprozität, die Reputation eine entscheidende Rolle. Wut und Empörung sind laut. Der kleinste Gauner fordert Respekt. Ja, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Sowas darf man nicht mit mir machen und so weiter. Und das führt uns geradeweg in die Problemzone. Der Bestrafte will es hier auch nicht auf sich sitzen lassen und schlägt zurück. Das führt zu Spiralen der Gewalt. In unserem Laborspiel zum Beispiel verhängt der Spieler die Strafe und damit ist es vorbei. Aber sobald der Spielleiter zulässt, dass der Bestrafte nun seinerseits Strafen verhängen kann, dann kommt es zu regelrechten Vendettas, lang andauernden Fäden, die natürlich höchst kostspielig für alle Beteiligten sind. Das hat schon der englische Philosoph John Locke in seiner Schrift Two Treatises on Government aus dem Jahr 1689 festgehalten. Der Widerstand der Ausbeuter macht das Bestrafen gefährlich und oft zerstörerisch für jene, die es versuchen. Außerdem, die Ökonomen waren höchst überrascht, als sie feststellten, dass es unter solchen Umständen häufig zu sogenannten asozialen Bestrafungen kommt. Die Ausbeuter bestrafen die Kooperatoren. Das war gewissermaßen präventiv. Wir kommen also hier tatsächlich zum Krieg aller gegen alle. Hören wir, was Thomas Hobbes dazu zu sagen hat. Ich zitiere. So finden wir in der Natur des Menschen drei Hauptursachen für Konflikte. Erstens Konkurrenz, zweitens Unsicherheit, drittens Ruhmsucht. Die erste veranlasst die Menschen, wegen des Gewinnes anzugreifen. Die zweite wegen der Unsicherheit. Die dritte wegen der Ruhmsucht. Ende des Zitats. Also was Hobbes hier als Ruhmsucht, als Glory bezeichnet, das ist das Verlangen nach Respekt. Die Unsicherheit, die Diffidenz, das ist die Angst, die in Aggression mündet und zum Präventivschlag rät, um dem Gegner zuvorzukommen. Und die Konkurrenz schließlich, also Competition, die ruht auf Eigennutz. Wir finden das alles in dem spieltheoretischen Modell. Der Eigennutz unterminiert die Kooperation, die Angst führt zum Erstschlag, das Verlangen nach Respekt verbietet ein Nachgehen. Übrigens hält Hobbes fest, der Krieg, der besteht nicht nur in tatsächlichen Kampfhandlungen, sondern in der Bereitschaft dazu. Hobbes Zitat, in solchem Zustand gibt es keinen Platz für Fleiß, denn seine Früchte sind ungewiss. Folglich keinen Ackerbau und keine Schifffahrt, keinen Handel, keine Künste, keine Bildung, keine Gesellschaft. Und was das Allerschlimmste ist, es herrscht ständig Furcht und die Gefahr eines gewaltsamen Todes. Und das Leben des Menschen ist einsam, armselig, böse, viehisch und kurz. Also im Originalton solitary, poor, nasty, beastly and short. Also der Rhythmus ist großartig, einsam, armselig, böse, viehisch und kurz. Wobei, eigentlich ist es noch ein Glück, dass die ganze Tortur nur kurz wird. Doch das nur nebenbei. In einem Wort, Selbstjustiz bedeutet Anarchie.
Wir finden sie nur dort, wo die Obrigkeit nicht hinsehen oder nicht hinreichen kann. Im Wilden Westen, unter Nomaden, unter Häftlingen oder in jener fiktiven, in jedem fiktiven Zustand, den die Philosophen der Barockzeit als Naturzustand bezeichnet haben. Um nochmals John Locke zu zitieren, da jeder im Naturzustand sowohl Richter als auch Vollstrecker ist und die Menschen sich selbst gegenüber voreingenommen sind, können Leidenschaften und Rachsucht sie in eigener Sache sehr wohl zu weit führen und zu hitzig machen. Also wie hitzig Selbstjustiz sein kann, das wird etwa in Kleists Novelle Michael Kohlhaas beschrieben. Das ist der Grund für den Sozialkontrakt.